Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man Baumdiagramme zeichnet und beschriftet, wie man Wahrscheinlichkeiten aufschreibt und wie die erste und zweite Pfadregel angewendet werden. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du bedingte Wahrscheinlichkeiten aus einem mehrstufigen Baumdiagramm abliest und wie du ein mehrstufiges Baumdiagramm anders anordnen kannst, also wie du die Stufen tauschen kannst und dann die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten berechnen kannst, um das Baumdiagramm richtig zu beschriften. Was das genau heißen soll, schauen wir uns das gleich an. Wir sind bei dem vierseitigen Arbeitsblatt auf der letzten Seite und bei der Box 10. Das ist einfach diese große Box, die die ganze Seite einnimmt. Wir fangen jetzt einmal mit den ersten beiden Teilaufgaben 1 und 2 an und wir sollen als erstes hier aus dem linken Baumdiagramm bedingte Wahrscheinlichkeiten ablesen. Zur Erinnerung, die bedingte Wahrscheinlichkeit lesen wir so, dass wir die Wahrscheinlichkeit suchen dafür, dass das Ereignis, das zuerst steht, unter der Bedingung, dass das Ereignis, das dahinter steht, bereits eingetreten ist. Das heißt, hier suchen wir die Wahrscheinlichkeit für C, wenn A. Und die Wahrscheinlichkeiten, die wir jetzt ablesen sollen, sind folgende. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person volljährig ist, wenn sie ein Fan von Team A ist, dafür, dass eine Person minderjährig ist, wenn sie Fan von Team A ist, und dieselbe Überlegung nochmal für Team B. Hier ist das zugehörige Baumdiagramm und ich bitte dich jetzt, so wie immer, das Video einmal zu pausieren und zunächst zu versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Die Auflösung machen wir danach dann wie immer gemeinsam. Gut, wir schauen uns als erstes einmal die linke obere Wahrscheinlichkeit an, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand volljährig ist, wenn er oder sie ein Fan von Team A ist. Das heißt, wir schauen jetzt in der oberen Stufe einmal, dass wir zu Team A gehen, also hier in diese Richtung, der orange eingefärbte Pfad, und dann in weiterer Folge in der unteren Stufe Richtung volljährig, also hier der blau markierte Pfad ganz links. Und der Pfad, den wir jetzt hier suchen, ist quasi der, wenn wir von A starten und links Richtung volljährig gehen, und die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach die für diesen Pfad 33 Vierzigstel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand minderjährig ist, unter der Bedingung A, funktioniert genauso. Wir starten hier bei A und wollen dann zum zweiten Pfad von links, für die Minderjährigen. Das heißt, hier tun wir so, als ob wir von A losgehen und dann zum Minderjährigen gehen und die Wahrscheinlichkeit ist dann hier, wie wir sehen, 7 Vierzigstel. Und mit derselben Überlegung machen wir das auch für Team B. Einmal der Pfad Richtung Volljährig mit 17 Zwanzigstel und einmal der Pfad Richtung Minderjährig mit 3 Zwanzigstel. Und damit sind wir auch schon mit Teilaufgabe 1 fertig. Jetzt schauen wir uns die Teilaufgabe 2 an und hier geht es darum, dass wir ein zweites Baumdiagramm haben. Und in diesem rechten Baumdiagramm sind die Stufen umgekehrt angeordnet. Also im linken Baumdiagramm haben wir in der oberen Stufe zuerst einmal die Unterscheidung zwischen Team A und B und in der unteren Stufe die Unterscheidung nach Alter, volljährig oder minderjährig. Beim rechten Baumdiagramm ist das jetzt umgekehrt. Wir unterscheiden zuerst, ob eine Person volljährig oder minderjährig ist und erst dann, ob sie ein Fan von Team A oder B ist. Und wir sollen jetzt hier einmal für die obere Stufe die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Die untere Stufe, die schauen wir uns dann bei den Teilaufgaben 3 und 4 noch an. Ich bitte dich zunächst einmal zu probieren, hier zu versuchen, selbst eine Möglichkeit zu finden, mit Hilfe der Pfadregeln die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, die du für die obere Stufe brauchst. Die Auflösung gibt es danach wieder gemeinsam. Gut, ich hoffe, du hast da deine Lösung notiert und vielleicht eine Möglichkeit gefunden. Aber falls nicht, schauen wir uns das auf jeden Fall mal an, wie das funktioniert. Wir überlegen uns Folgendes. Hier für die obere Stufe fangen wir mal mit der Wahrscheinlichkeit für volljährig an und schauen nach, welche Pfade im linken Baumdiagramm dafür in Frage kommen. Wir wollen ja die volljährigen Personen, das heißt, wir suchen die Pfade, die bei volljährig aufhören. Und das sind im linken Baumdiagramm 2, weil es gibt ja volljährige Fans von Team A und von Team B. Das heißt, um den roten Pfad hier zu bekommen, brauchen wir einerseits den orange markierten linken Pfad im linken Baumdiagramm und den blau markierten rechten Pfad im linken Baumdiagramm. Diese beiden sind ja in Summe alle volljährigen Personen. Jetzt nehmen wir die zweite Pfadregel, den Additionssatz, und addieren einfach die Wahrscheinlichkeiten dieser beiden Pfade, damit wir die Wahrscheinlichkeit für den kurzen roten Pfad in unserem neuen Baumdiagramm berechnen können. Das heißt, wir haben hier Pfad orange plus Pfad blau, und jetzt brauchen wir auch die erste Pfadregel, den Multiplikationssatz, weil wir wissen ja, wenn wir die Wahrscheinlichkeit für einen Pfad berechnen wollen, dann multiplizieren wir einfach alle Wahrscheinlichkeiten, die uns auf dem Weg vom Anfang bis zum Ende begegnen. Für den orangen Pfad sind das jetzt hier 11 Achtzehntel mal 33 Vierzigstel und für den blauen Pfad sind das 7 Achtzehntel mal 17 Zwanzigstel.
Wenn wir das ausrechnen, dann erhalten wir 601/720. Und damit haben wir schon die erste der beiden Beschriftungen der oberen Stufe gefunden. Als Prozentsatz ergibt das 83,47%. Jetzt machen wir mit der Wahrscheinlichkeit für die Minderjährigen weiter. Und wir könnten auch hier mit derselben Überlegung weiterarbeiten, indem wir schauen, welche Pfade hier in Frage kommen. Das sind auch da wieder zwei, nämlich jeweils für Team A und Team B. Also hier könnten wir auch wieder sagen, passt Pfad Orange plus Pfad Blau. Aber das müssen wir jetzt hier nicht mehr tun. Wir können stattdessen einen kleinen Trick anwenden, weil wir wissen, dass es hier einfach nur die Unterscheidung zwischen Volljährig und Minderjährig gibt. Das heißt, wenn wir die Wahrscheinlichkeit für Volljährig bereits kennen, dann können wir einfach die Zahl 1 nehmen und den Bruch abziehen. Oder wenn wir es in Prozent machen, könnten wir 100% nehmen und den Prozentsatz abziehen. Aber wichtig ist nur, dass wir das Ganze nehmen und die Wahrscheinlichkeit des Gegenteils davon abziehen, damit wir die gesuchte Wahrscheinlichkeit erhalten. Wenn wir jetzt hier unsere Wahrscheinlichkeit für Volljährig, die wir schon kennen, einsetzen, also die 601/720, dann ziehen wir das von 1 ab, erhalten als Ergebnis 119/720 und haben auch die zweite Beschriftung gefunden. Und das Prozentsatz ist das übrigens 16,52%. Das ist in der Musterlösung so angegeben, deswegen mache ich jetzt hier auch der Vollständigkeit halber die Umwandlung in den Prozentsatz. So, jetzt sind wir bei der Teilaufgabe 3. Jetzt geht es um die unteren Stufen. Also jetzt haben wir hier noch vier so Teilpfade, die wir beschriften müssen. Und bei der Teilaufgabe 3 geht es jetzt hier mal um den linken großen, also für die volljährigen Personen, mit den beiden Abzweigungen für Team A und für Team B. Wir haben als Hinweis gegeben, dass wir zwei Möglichkeiten haben, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand ein Fan von Team A und volljährig ist, zu berechnen. Und im linken Pfad ist das einfach jetzt hier mal der Pfad der Orange, dass wir zuerst einen Fan von Team A nehmen und dann soll diese Person auch noch volljährig sein. Und im blauen, da im rechten Baumdiagramm, haben wir diesen Pfad. Wir suchen eine volljährige Person, die Fan von Team A ist. Also vielleicht ist dir jetzt hier nochmal aufgefallen, wir wissen ja, dass die Reihenfolge einfach nur vertauscht ist, aber die Merkmale, die wir auf diesem Pfad drauf haben, sind dieselben. Das heißt, der Wert der Wahrscheinlichkeit muss auch in beiden Fällen derselbe sein. Beim linken Pfad können wir wieder mit der ersten Pfadregel einfach einsetzen und wir wissen, 11 Achtzehntel mal 33 Vierzigstel gibt uns die gesuchte Wahrscheinlichkeit für den orangen Pfad. Und dasselbe muss auch für den blauen Pfad herauskommen. Nur ist das Problem hier, dass wir einen Teil des Produkts noch nicht kennen. Wir können jetzt einfach hier mal ein Fragezeichen schreiben. 601/720 mal die Wahrscheinlichkeit, die wir noch ausrechnen müssen. Also die wollen wir ja bei diesem Beispiel noch herausfinden. Das ist jetzt diese hier. Und wir wissen, das ist die Wahrscheinlichkeit für A, wenn volljährig. Jetzt wissen wir, okay, die Wahrscheinlichkeit, die hier herauskommt, die erhalten wir auf beide Arten. Das heißt, wir können jetzt hier stattdessen einfach eine Gleichung schreiben, weil wir ja wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Orangen dieselbe ist wie für den blauen Pfad. Wir haben also hier eine Gleichung. Und jetzt werde ich einfach hier einmal die beiden Seiten der Gleichung tauschen. So. Und damit auf der linken Seite die Wahrscheinlichkeit für A, wenn volljährig, alleine steht, werde ich noch durch 601/720 dividieren. Dann erhalten wir das hier. Wir haben jetzt quasi eine Formel gefunden, um die Wahrscheinlichkeit für A, wenn volljährig ist, zu berechnen. Jetzt haben wir hier diesen Doppelbruch mit dem Produkt oben. Das rechnen wir mal weiter aus. Und dann lösen wir den Doppelbruch noch auf. Jetzt können wir hier 720 herauskürzen. Und dann bleibt uns das Ergebnis 663/601. Und damit haben wir auch schon die Beschriftung für den ganz linken Pfad. Als Prozentsatz ist das dann 60,39%. Jetzt das Gegenstück dazu, die Wahrscheinlichkeit für B, wenn volljährig, könnten wir auch auf dieselbe Art und Weise berechnen. Aber wir nutzen jetzt hier auch wieder unseren Trick. Wir ziehen einfach von 1 die Gegenwahrscheinlichkeit ab. Das ist jetzt in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit für A, wenn volljährig. Wir setzen wieder unseren Wert ein, erhalten als Ergebnis dann 238/601. Haben wir auch die zweite Beschriftung gefunden und als Prozentsatz wären das noch 39,6%. Und damit haben wir die Teilaufgabe 3 gelöst. Jetzt geht es weiter mit der vierten und letzten und jetzt bist du wieder gefragt. Auch hier geht es darum, die gesuchten Teilwahrscheinlichkeiten, also hier die bedingten PA, wenn minderjährig und PB, wenn minderjährig, zu berechnen. Und ich bitte dich jetzt, das Video zu pausieren und zu versuchen, das selbstständig zu lösen. Okay, dann schauen wir uns noch an, wie die restlichen Beschichtungen ausschauen. Wir suchen also PA, wenn minderjährig und PB, wenn minderjährig. Ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, weil die Vorgehensweise genau die gleiche ist wie bei Teilaufgabe 3. Wir wissen, auf der linken Seite erhalten wir die Wahrscheinlichkeit für PA und minderjährig, indem wir den Pfad
Richtung A und dann Richtung Minijahre gehen, dann rechnen wir 11 Achtzehntel mal 47. Da kommen wir dann auf den gesuchten Wahrscheinlichkeitswert. Und dieser ist dann auch dasselbe wie im rechten Baumdiagramm, wenn wir zuerst Richtung Minijahre und dann Richtung A gehen würden. Jetzt haben wir hier wieder unsere gesuchte Wahrscheinlichkeit drin. Wir formen das Ganze ein bisschen um und kommen dann auf diesen Bruch und erhalten das Ergebnis, wenn wir das fertig ausrechnen, 11 Siebzehntel. Dann haben wir die Beschriftung. Zum Prozentsatz wäre das noch 64,7%. Und dann die letzte Wahrscheinlichkeit beim ganz rechten Pfad könnten wir dann auch wieder so ausrechnen. Oder wir machen uns das Leben ein bisschen leichter und nehmen einfach die Gegenwahrscheinlichkeit. Wir ziehen von 1 die Wahrscheinlichkeit, die wir schon ausgerechnet haben, ab. Also 1 minus 11 Siebzehntel. Das ergibt dann 6 Siebzehntel oder als Prozentsatz 35,29%. Und damit haben wir das Baumdiagramm fertig beschriftet und wir sind fertig und haben auch die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt gelöst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.